Ja, wenn ich mal BAV früher, heute, morgen einmal vergleiche, es läuft ja vieles im Leben in Zyklen ab und vieles, was sich bewährt hat und vielleicht mal verdrängt oder aufgegeben wurde, kommt irgendwann einmal wieder. Wenn man die ersten Jahre der betrieblichen Altersvorsorge, und das ist ja zwischenzeitlich mehr als 150 Jahre alt, so anschaut, dann ist BAV vor allem eingeführt worden aus sozialer Verantwortung heraus. Es waren Instrumente, mit denen man Steuern gespart hat, die letztendlich zur Innenfinanzierung, zur Unternehmensfinanzierung gedient haben. Die Durchführungswege, die damals gemacht haben, wir kennen ja derzeit fünf Durchführungswege: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und dann Direktzusage und Unterstützungskasse. Die Durchführungswege waren damals ausschließlich innenfinanzierte, eigene, unternehmenseigene Durchführungswege, nämlich die Direktzusage und die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Wir haben damals natürlich auch 60% Steuersatz gehabt. Ganz klar, das Steuersparen war anders und bedeutender und wichtiger als das derzeit ist. Wir haben derzeit sehr geringe, viele sagen immer noch zu hohe Steuersätze, aber in der Kapitalgesellschaft Steuersätze von rund 30%, 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer. BAV war früher überwiegend arbeitgeberfinanziert. Jetzt ist ja das anders. Früher haben wir arbeitgeberfinanzierte Systeme gehabt, eben aus der sozialen Verantwortung heraus, aus dem Gedanken natürlich auch fürs Unternehmen Steuern zu sparen, bei der Finanzierung zu helfen und letztendlich die Mitarbeiter zu unterstützen. Und auch damals war die BAV im Wesentlichen eine Sachwert-BAV. Die Sachwertrückdeckung war vor allem im eigenen Unternehmen. Man hat in Immobilien investiert, in Gebäude, in Grundstücke, in Maschinen, in Anlagen, in Produktionsvorrichten, jedenfalls in Sachwerte. Damals ist keiner auf die Idee gekommen und gesagt hat, okay, wir haben dem Mitarbeiter was versprochen, der sollte mal was haben, das legen wir jetzt auf ein Festgeld oder das geben wir in eine Versicherung und die soll Staatsanleihen oder andere festverzinsliche Papiere kaufen. Man hat es im eigenen Unternehmen gehabt, also vor allem im Sachwertbereich. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Wo ich die besten, die sichersten, die nachhaltigsten Renditen kriege, ist das eine. Aber die Frage, die jetzt momentan wieder, ja, eine Systemfrage ist, ist letztendlich Geldwert oder Sachwert in der Rückdeckung. Was hat länger Bestand? Was ist letztendlich sicherer? Ich habe gesagt, früher wesentliche Instrumente, das möchte man auch heute darstellen, also sowohl die pauschaldotierte Unterstützungskasse als auch die Direktversicherung, die, wie es wir hier in Nürnberg mit unserer Mannschaft, und zwar oben bei dem Rechtsanwalt, unten in der ganzen BAV-Konzeption, Strukturierung, Verwaltung erleben. Erlebt also die pauschaldotierte Unterstützungskasse den ganz großen Aufschwung und natürlich auch die Direktzusage. Und es ist was Neues und es ist nichts Neues, was wir erfunden haben oder was man irgendwo in den letzten 5 oder 10 oder 20 Jahre entwickelt hat, sondern es sind Dinge, die sehr alt sind, von Krupp 1858 bis Dückerhoff, BASF, Gute Hoffnungshütte können wir dazwischen noch einführen, Höchst, Siemens 1872, der hat bereits die erste Beteiligung am Arbeitnehmer gehabt, an der Verwaltung, die haben da schon mitgewirkt, was später auch im Steuerrecht als Voraussetzung mit aufgenommen hat. Und derzeit haben wir natürlich eine Vielzahl von Unterstützungskassen in Deutschland, also gut 5000 Unterstützungskassen, Gruppenunterstützungskassen, die es in Deutschland gibt. Wir verwalten hier auch einige, wir verwalten hier auch in Nürnberg eine große Anzahl an Trägernehmern, also zwischenzeitlich auch schon einen vierstelligen Bereich an überhaupt Unternehmen, die wir hier insgesamt betreuen.